Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es gibt wieder einen Vlog und ich habe keine Ahnung, wie ich meine Haare legen soll und meine Brille und eigentlich sollte ich die Brille mal ausziehen. Komm, ich ziehe sie mal aus. ja, es gibt heute endlich wieder einen neuen Vlog und ich freue mich total drauf. Ich habe irgendwie mein Ladegerät für meine Vlogging-Kamera verlegt gehabt und ich habe sie nicht mehr gefunden und ja, ich habe sie wieder gefunden und jetzt kann ich endlich wieder vloggen. Ein Hoch auf alle Chaoten, yeah! Okay, also ich kann heute vloggen und ich freue mich da total drüber und ich habe auch einiges euch zu berichten. Ich möchte einiges erzählen, einiges loswerden. Vornherein, ich habe heute einen freien Tag. Ich werde mich gleich mit einer Freundin treffen. Ich habe hier einen total hässlichen Pickel, der total weh tut. Kennt ihr das, wenn er nicht richtig draußen ist? Ihr irgendwie schon versucht habt, da rumzudrücken, aber es tut noch richtig weh. Ja, den habe ich gerade. Und tut aber jetzt nichts zur Sache. Ich werde jetzt mich mit einer Freundin treffen. Wir werden zusammen zum Friseur gehen. Ich werde mir nicht die Haare schneiden lassen, aber sie. Und ich freue mich schon total drauf. Und was sagt ihr eigentlich? Ich finde, meine Haare sind total lang wieder geworden. Ich habe hier ungefähr auf der Höhe einen Leberfleck. Ich sehe es jetzt nicht ohne Brille. Und ja, die sind jetzt so lang wieder. Und da möchte ich euch auch noch einiges dazu erzählen. Das werde ich aber noch sagen, aber nicht jetzt. Weil ich jetzt ein bisschen knapp mit der Zeit gebunden bin, weil ich muss jetzt noch meinen Hund zu meiner Mutter rüberbringen. Ich müsste eigentlich auch irgendwie nochmal was Essbares suchen, was ich noch essen kann. Aber ich bin gerade so unkreativ, was Essen betrifft. Und ja, Monatsende. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal zu meiner Mutti rübergehen, werde den Hund dort abliefern und weil zur Mittagszeit werde ich es wahrscheinlich nicht nach Hause schaffen. Wir haben nämlich jetzt schon gleich 10 Uhr. Ich nehme an, dass ich erst um 4 Uhr wieder daheim bin und ja, so lange kann ich mein Hundi natürlich nicht warten lassen und deswegen kommt er jetzt rüber. Und ich rede gerade total wir hin und her. Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was machen und wir sehen uns später wieder oder gleich, je nachdem. Hi meine Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Update von meinem Vlog. Wir haben immer noch denselben Tag, aber einige Stunden später. Und oh, da bin ich getötet, so weh, es tut mir so leid, dass ihr den jetzt anschauen müsst. Also wir haben jetzt 16:30. Ich war mit meiner Freundin sehr, sehr lange beim Friseur, aber sie sieht jetzt wunderschön aus, falls du das den Vlog anschaust. Ja, sie hat sich bei Alash reinmachen lassen und sie sieht wunderhübsch jetzt aus mit den Haaren und ja, die Zeit hat sich gelohnt. Danach waren wir beim Starbucks Kaffee gewesen und jetzt hat mich gerade jemand voll angestarrt. Danach waren wir beim Starbucks Kaffee gewesen und haben uns gut gehen lassen. Jetzt habe ich nach Hause gefahren und jetzt fahre ich auch nach Hause und würde sagen, wir sehen uns dann wieder. So, ich bin wieder daheim. Jetzt soll ich erstmal kurz die Füße hochlegen und trinke erstmal einen Schluck. Und dieser Pickel, der tut so weh, oh mein Gott. Und es tut mir so leid, dass ihr das jetzt angucken müsst. Ich war beim Friseur gewesen, ich habe nichts machen lassen. Es kommt erst noch. Und ja, wie gesagt, eine Freundin war da gewesen und das sieht wunderschön aus. Und ja, zum Thema meine Haare im Übrigen. Ich bin ja, wie gesagt, immer, das sage ich jedes Video, irgendwie, ich bin viel mehr auf Instagram aktiv und da halte ich euch auch eigentlich soweit immer gut auf dem Laufenden. Einfach nur die Verena oder guckt unten in der Infobox, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus und zwar Thema Haare. Also erst einmal geht das, ja, das Rot immer ein bisschen mehr raus, habe ich das Gefühl. Geht aber noch und vor allem, oh mein Gott, ich kriege jetzt mittlerweile voll den Ansatz. ich habe mir die Haare ja jetzt vor 3 Monaten abschneiden lassen und natürlich kommt dann jeder und bereust du es jetzt, bla 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 bla. Und ich kann es immer nur wieder sagen, nein, ich bereue es nicht. Die Entscheidung kam zu diesem Zeitpunkt einfach sehr gut. Und vor allem, was halt jetzt toll ist, dadurch, dass ich mir die Haare abgeschnitten lassen habe, konnte ich sie mir auch sehr gut wieder aufhellen, weil ich hatte ja mal ganz dunkle Haare gehabt und das konnte ich halt jetzt hauptsächlich nur ganz gut machen, weil ich ja jetzt kurze Haare habe. Ja, was passiert jetzt weiter mit meinen Haaren? Ich werde definitiv ein Ginger bleiben. Und aber es wird sich was an der Haarlänge verändern. Nein, sie werden nicht kürzer. Ich möchte sie wieder
etwas wachsen lassen. Und ja, jetzt kommen einige vielleicht und sagen, oh mein Gott, Verena, du hast doch gesagt, du willst auf der Länge lassen und bla 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 und dass die Haarlänge zu dir steht und was weiß ich. Ich habe ja ein Video gedreht nach ein paar Wochen oder nach einem Monat, nachdem ich beim Friseur war, und ich habe gesagt, ich will die Haarlänge lassen. Und die Leute, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen das. ich bleibe meiner Meinung, ja, sie ändert sich relativ schnell auch, was die Haare betrifft. Also, ich möchte aber nicht mehr diese ganz langen Haare haben, wie ich vorher hatte. Diese ganz langen Haare, die haben mir nicht mehr gefallen. Aber ich hätte sie schon, also, die sind jetzt so lang. Ich hatte jetzt gesagt, bis zum Schlüsselbein. Ich bin jetzt aber auf dem Dampfer, dass ich sie schon gerne so auf dieser Haarlänge ungefähr hätte. Und ja, ich werde jetzt demnächst zum Friseur gehen, werde es mir schneiden lassen. Einfach nur noch mal ein bisschen die Spitzen. Und wahrscheinlich werde ich danach mit einer nächsten Haar-Challenge anfangen. Die werde ich mir aber ein bisschen zurechtschneiden, beziehungsweise ich werde mir meine eigenen Regeln machen, aber es wird eine Haar-Challenge geben. Und das war nämlich das, was ich heute Morgen schon mal angeschnitten habe, was ich mal erwähnen wollte. Ja, es wird eine Haar-Challenge geben. Ich bin schon mal auf eure Meinung gespannt. Viele werden jetzt sagen wahrscheinlich, yay, es gibt wieder eine Haar-Challenge und es wird auch Updates geben. Und sie wird ein bisschen anders da ablaufen als das letzte Mal, aber fast ähnlich. Diese 365 Tage Haar-Challenge, die ich ja schon mal gemacht habe, so ähnlich wird es auch sein. Aber ja, es wird wieder eine geben. Und zwar aus dem Grund, dass ich mich selber gerne herausfordere. Und wie gesagt, ich mag meine kurzen Haare. Ich finde die Länge jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, ich brauche immer eine Herausforderung, irgendeine Challenge. Und ja, also wie gesagt, sie werden danach aber nicht mehr so, ich lasse sie nicht mehr so ganz, 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 ganz lange wachsen, sondern wie gesagt, ja. Aber das war jetzt erstmal so die große Neuigkeit, die ich jetzt hier mal loswerden wollte. Und ist euch das eigentlich mal aufgefallen? ich hatte es nämlich auf YouTube noch gar nicht erwähnt. Ich habe mich nämlich von all meinen Piercings getrennt, also fast allen. Die einzigsten, die ich noch habe, ist mein, wie heißt es nochmal, Crunch, glaube ich, heißt der Crunch, und mein Tragus. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich habe nämlich auch keinen Tunnel mehr. So sieht es aus im Übrigen, wenn man bis auf 11 mm gedehnt hat und jetzt einen Monat lang ihn draußen hat. Ich kann auch keinen Ohrenstecker tragen. Aber ja, es ist schon gut zugeheilt. Zunge ist draußen, mein Septum ist draußen. Habe ich noch was? Septum, Zunge. Tunnels. Ja, habe ich mich jetzt alles davon verabschiedet. Ist jetzt schon ein Monat her. Ich denke mal, ich werde auch noch mal vielleicht ein Video dazu drehen. Ich weiß es noch nicht genau. Hättet ihr da Interesse daran, dass ich mal so eine Meinung sage dazu? Wieso, weshalb, warum? Letzten Endes ist halt eigentlich, ja, ich wollte es jetzt mal rausmachen. Nicht nur in meiner Wohnung ausmisten, sondern auch ein bisschen an mir ausmisten und schauen, was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich ein Septum, brauche ich wirklich ein Zungenpiercing, brauche ich wirklich meine Tunnels? Ja, so ist eigentlich so der Hauptgrund. Brauche ich gar kein Video zu drehen, ist eigentlich schwachsinnig. Ich habe es euch ja jetzt schon so gesagt und jetzt habe ich schon relativ lange gequatscht. Ich würde sagen, das war es jetzt erst einmal für jetzt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen trinken, vielleicht noch ein bisschen Game of Thrones gucken für 20 Minuten oder sowas. Dann treffe ich mich mit meiner Mutter, gehe einkaufen. Vielleicht sehen wir, ich würde sagen, genau, danach sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Hi, ich bin wieder daheim. Und ja, also ich war einkaufen und ich habe danach was mit meiner Mutter gegessen, einen Döner, und irgendwie habe ich das Gefühl, der war irgendwie nicht mehr so gut, keine Ahnung. Also mir hat es eben gerade irgendwie voll den Magen umgedreht.
Ich habe jetzt endlich Game of Thrones, die 7. Staffel, und das Kissen liegt irgendwie komisch. Ja, ich bin ein totaler Game of Thrones Fan. Ich habe damit erst relativ spät angefangen und habe dann irgendwie alle komplett durchgesuchtet und also richtig gesuchtet. Innerhalb von einer oder zwei Wochen habe ich wirklich alle 6 Staffeln angeguckt und die 7. lief hier aktuell und ich habe es jetzt bekommen und jetzt kann ich es gerade angucken. Ich bin bei der 5. Folge und ich finde das so spannend. Guckt ihr auch Game of Thrones? Würde mich mal interessieren. Packt mir das unten bitte rein. Ich bin ein totaler Fan davon und mir ist gerade echt ein bisschen übel. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Es gibt wirklich so vieles zu erzählen. Also wie gesagt, ich werde es mit den Haaren machen. Meine Tunnels und Piercings sind draußen und ja, es ist relativ viel passiert und ich komme auch im Übrigen gerade schon langsam so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung. Es ist total krass. Bei mir fängt es nämlich immer so an, Anfang September, wenn es dann anfängt mit Weihnachtsware, wenn dann so langsam wieder was kommt, und ich freue mich schon total drauf und ich weiß auch schon jetzt, was ich für Adventskalender kaufe und habe auch schon über Vlogmas 2017 nachgedacht und ja, ich bin schon so total im Vorbereitungsfieber, was ich alles so machen möchte in Weihnachten, und ja, ich liebe einfach die Vorweihnachtszeit und diese kuschelige Zeit auf dem Sofa, Herbstzeit, ich mag das total gerne. Heißt jetzt noch nicht mal, dass ich total Weihnachten, sondern ich freue mich schon einfach auf die gemütliche Zeit. Ich mag den Sommer einfach nicht. Und mir ist gerade echt ein bisschen flau im Magen. Ich werde mich jetzt hinlegen, ein bisschen Tee trinken und Game of Thrones angucken und mich für heute verabschieden. Es sollte auch nochmal so ein kleines Hey, ich lebe noch und Vlog werden mit ein paar Ankündigungen und sorry für meinen Mitbegleiter heute. Und ja, ich hoffe, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ja, mein nächster Vlog wird, werde ich euch auf jeden Fall wieder mehr mitnehmen. Heute habe ich irgendwie nur gequatscht, aber es gab heute auch vieles, was ich euch erzählen wollte, und ja, ich höre jetzt mal auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!